Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die nächste Hälfte Monat März für dich steht. Ja, Wassermann, schauen wir mal zusammen. Wow, Stäbe, Kelche, Münzen. Unteren Deck, sechste Kelche. Wassermann spricht für Erinnerungen, ja? Erinnerungen, die man hat. Eine gewisse Nostalgie ist auch in dieser Karte zu spüren. Vielleicht Gespräche mit einer wichtigen Person für dich. Und sechste Kelche, auch eine Karte, die viel mit Kindern zu tun hat. Wow. Also hier habe ich die Nummer 6, also die Liebenden, die Kraft und sechste Kelche. Also Sternzeichen Zwilling, Sternzeichen Löwe sind hier präsent. Zwei große Arkana, ja. Sechste Kelche. Also auf jeden Fall, wir reden hier über Gedanken, Erinnerungen über eine Person von deiner Vergangenheit. Wassermann, ja? Ja, möglicherweise eine wichtige Entscheidung war hier schon präsent oder ja, eine gewisse Situation ist hier schon, ja. Also schau mal jetzt, welche Karten für dich gekommen sind. Wassermann. Fünf der Stäbe, 10 der Kelche, 9 der Münzen. Ja. Wassermann, also die Energie, 9 der Münzen, ja, also ist eine Karte, die mit viel Reichhaltigkeit verbunden ist. Finanziell gesehen, also wir reden hier über viel Geld, ja, oder viel Stabilität, was mit Finanzen zu tun hat. Es gibt hier viel Stabilität, ja. Also 9 der Münzen oft, Wassermann, beschreibt eine Person, die ledig ist. Eine Person, die ledig ist, die eigentlich sich wohlfühlt, eine Person, die äußerlich wie innerlich, also irgendwie, es gibt einen Balance hier in dieser Energie und das zeigt sich in deine nächste Hälfte Monat März für dich. Ja, es waren natürlich hier, man sieht schon eine Heilung bei dir, Wassermann, es gibt hier eine Heilung, was mit der Familie auch zu tun hat, was mit Konflikten zu tun haben. Denn von den Engel, Stapel Engel, von den Engel habe ich für dich eine Karte rausgeholt, Wassermann und kam. Diese Karte, diese Engel, ja. Und es hat mit Erfahrung im Leben zu tun, ja.
deutet ist eine Energie von einer Person, die viel Erfahrung im Leben hat und eigentlich viel jetzt gelernt hat, ja. Ja, wir reden über viel Weisheit, viel Weisheit. Ja, wir reden über viel Weisheit. Wir reden über tatsächlich Wassermann, über Liebe, über Heilung. Es gibt hier eine Heilung. Eine Heilung, Wassermann, in Bezug auf deine Familie auch. Es gibt hier einen Balance jetzt, ne? Also mein Gefühl ist, in Wirklichkeit sage ich es dir jetzt, Wassermann, ist, dass die Konflikte waren da. Denn es sind mehrere Menschen in eine bestimmte Situation bei dir involviert, was möglicherweise Wassermann auch mit der Familie zu tun hat, ja? Ich würde sogar sagen, es ist sicher, ja, dass wir hier über Familie reden und und diese Konflikte waren da, sind mehrere Personen involviert, ja. Ob das Kinder sind, egal wer das alle sind, auf jeden Fall Familie ist hier zu sehen. Aber du hast bereits schon einen Balance gefunden in dieser Situation. Wie du das gemacht hast, Wassermann, das weißt nur du. Aber dass wir hier mit diesem Balance zu tun haben, das ist sicher. Ja? Es gibt hier eine Situation, wo du jetzt einfach verstanden hast, ja, diese ganzen Konflikte einfach verstanden, einfach einen Balance, eine Heilung und du fühlst dich. Also ich sehe hier eine Person und ich sage dir, Wassermann, ich bin mir sicher, wir reden hier über dich. Also du bist diese neunte Münze, du bist diese Person. Ja, eine hübsche Person, möglicherweise eine Person, ich denke, ich rede für viele, die momentan gerade jetzt ledig sind. Ja. Klar sind nicht alle Wassermann jetzt ledig, natürlich nicht, aber mein Gefühl ist, hier habe ich mit einer Person zu tun, die ledig ist, die einen Balance jetzt gefunden hat. Ja, die sich nicht mehr in solche Konflikten einfach reinmischen möchte, weil man weiß jetzt, wie das geht, ja. Und Wassermann, trotzdem, ich denke, diese nächste Hälfte, Monat März, wirst du noch natürlich mit deiner Vergangenheit noch zu tun haben, ja? Schon. Ja. Aber wir reden über dich, wird hier gezeigt, also wir haben hier eine Person, die viel Weisheit hat jetzt. Und das bist du, Wassermann. Das bist du. Augenblick bitte. Wahnsinn, Wahnsinn. Also Wahnsinn, Wassermann, ich staune mit deinen Karten, wenn ich dir ehrlich bin. Wassermann hier präsent, Grenze und überhaupt, also hier, also Wassermann, die Konflikte, die ich gesprochen habe gerade, sieht man ja da. Also diese schlaflose Nächte sieht man ja da. Diese Unklarheit ist ja da zu sehen, ja. Aber dass wir natürlich hier mit drastischen Veränderungen zu tun haben in Bezug auf deine Familie, das ist hier zu sehen. Irgendetwas, eine Situation hat sich drastisch verändert. Aber Wassermann, also es kommt irgendwie Geld rein, ja? Also hier habe ich mit Rate Schicksals. Rat des Schicksals, die Karte der Turm. Drastische Veränderungen.
Also hier habe ich wirklich mit schnellen, drastischen Veränderungen zu tun und das hat mit deinem Schicksal zu tun, ja. Also Wassermann, ob das jetzt mit einem Erbe zu tun hat, mit dem Verkauf von einem Haus, einem Eigentum, ob das jetzt mit einem Eigentum zu tun hat, was der Familie irgendwie gehörte, also ein Eigentum, was, wie gesagt, ja, von der Familie, mit der Familie zu tun hat und irgendwie, es gibt hier, also Wassermann, es wird nicht für alle in Resonanz kommen, okay, aber wir haben hier mit viel Geld zu tun. Ne? Und wenn ich sage, viel Geld, ist tatsächlich viel Geld. Ja? Für manche von euch. Ja. Die nächste Hälfte Monat März. Ich rede über viel Geld. Was das für jeder von euch jetzt heißt, kann ich nicht wissen. Aber Rate Schicksals und neunte Münzen. Ja, das ist einfach Glück. Glück wirklich. Und ich würde sagen, natürlich, was mit Münzen, was mit Geld zu tun hat. Und sehr wahrscheinlich, Wassermann, eine Sache, die dir gehört. Also, ja, wir reden über eine Situation, die dir zusteht. Also, es steht dir zu. Ja, es gehört dir sozusagen. Ich bin gerade etwas sprachlos mit deiner Legung, muss ich schon ehrlich sein, weil man merkt vollkommen hier eine drastische Situation, die sich in deinem Leben verändert hat oder bereits gerade dabei bist, diese Veränderung ist da. Und ja, ich denke, doch hat viel mit der Familie zu tun oder so eine Situation. Ja. Und das hat auch mit dir viel zu tun, wie du mit dieser Situation umgegangen bist, Wassermann. Ja, du weißt schon, wir sind in einer Probe, wir lernen, ja, und wir beweisen uns immer, jeden Tag beweisen wir uns. Und ich denke, diese Situation, die du verdienst, weil das hier verdienst du ja, das ist eine Belohnung, Wassermann. Das ist hier ist eine Belohnung, was auf dich zukommen wird, die dir zusteht und ja, weil du es verdienst, weil es steht dir zu und weil wirklich, also ich bin staune mit diesen zwei Karten zusammen. Ja, wir reden über Geld, viel Geld, was bei dir reinkommen wird. Und ich denke, irgendwie, wie gesagt, vielleicht hat es mit einem Erbe zu tun, einem Eigentum. Eine Situation ist hier zu sehen. Wassermann. Und ich sage das nicht. Ich sehe das hier mit den Karten. Du siehst das auch. Wir könnten sogar sagen, Wassermann, dass diese drastische Veränderung, die in deinem Leben gerade, oder entweder du bist dabei, es kommt darauf an, in welcher Zeit du dich befindest, weil wir bewegen uns in verschiedenen Zeiten. Es kommt darauf an, in welcher Zeit du bist gerade. Aber diese starke, drastische Veränderung hier, was sich für dich auch drastisch fühlt, interessanterweise ergibt sich positiv für dich. Ja? Es fühlt sich drastisch, es fühlt sich vielleicht sogar schlimm, aber für dich endet sich in einem positiven Ergebnis. Wenn du gerade das Gefühl hast, Wassermann, dass wirklich die Situation sich unerträglich fühlt, so ungefähr im Gottes Willen, wann hat das endlich mal das hier ein Ende, ja? Ja. Ja, so ungefähr, es kommt mir vor, es würde nie so ein richtiges Ende haben, diese Situation. Also Wassermann, das hat bestimmt bald ein Ende und das hat wirklich mit deinem Schicksal zu tun, das, was du gerade erlebst. Ja? Und Wassermann, also du wirst belohnt, du wirst tatsächlich belohnt. Ja?
Und ich rede über Materielles. Ja, ich muss schon sagen, das ist Materielles. Denn ich denke, die Weisheit hast du bereits jetzt erreicht, deine Weisheit, ja. Und die Liebe, die du auch für deine Mitmenschen, also das sieht man hier, das sieht man hier. Das sieht man hier, deswegen ist das hier. Weil du es verdienst. Also Wasser, meine Staune mit deinen Karten, muss ich schon sagen, und das ist fast immer irgendwie. Also das spricht für die nächste Hälfte Monat März, Wassermann. Ich fange bald auch mit Monat April jetzt an. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Monat März noch und ich bin gespannt. Also muss ich dir schon ehrlich sein, ja. Ziemlich gespannt. Wie gesagt. Denn man merkt schon eine drastische, harte Veränderung hier. Schmerzhaft sogar für manche, klar. Ja, Veränderungen sind nie einfach, ja. Aber glaube mir, Wassermann, glaube mir, habe Geduld, weil das hat einen Sinn. Das hat einen Sinn. Ja. Wassermann, danke schön für alles und wir sehen uns. Ja, bis bald. Tschüss.